am Start mit dem WDR-Fernsehen Pussy Terror TV. Was meint ihr? Wird die neue Show ein Erfolg oder floppt Caroline Kebekus am Samstagabend? Na, aufgeregt? Danke. Ganz ruhig. Jetzt musst du unbedingt die Nerven bewahren. Heute Abend schaut ganz Deutschland auf dich. Caroline Kebekus, die neue Comedy-Päpstin. Das will ich gar nicht sein. Von wollen kann auch nicht die Rede sein. Du musst funktionieren. Bam, bam, so. Hast du dich doch vorbereitet, oder? Kannst du deine Texte? Mhm. Hast du dich auf die Gäste vorbereitet? Mhm. Du wirkst ein bisschen. Ist das doch die Aufregung? Sag mal, kriegst du da einen Pickel? Wo? Da. Nur Spaß. Aber eins musst du ernst nehmen. Heute trägst du die Verantwortung für alle Frauen da draußen. Ja, das ist nur Fernsehen, oder? Unterbrich mich nicht, Caro. Du trägst die Verantwortung für alle, die stolz darauf sind, eine Vagina zu haben. Du bist jetzt Rosa Luxemburg, Jeanne d'Arc und Andrea Nahles vereint zu einer monströsen Mutter-Mumu. Okay, aber warum Andrea Nahles? Jetzt reiß dich zusammen. Wach auf, Mann. Zu viele sind vor dir schon gescheitert. Du darfst das nicht versemmeln. Oder willst du enden als irgendein Problemfall bei Frau TV? Du machst mir Angst. Reiß dich zusammen! Oder geht dir der Arsch auf Grundeis? Man erzählt sich, das Eis sei ziemlich dünn für so einen großen Hintern wie dein. Aber du, das ist doch nur so Medientratsch. Kurz vor der Premiere. Wer sagt mein Arsch wäre zu? Aber deine Brüste, die sind aber schön hier. Das sind ja richtige WDR-Brüste. Aber Brüste allein, Caroline, füllen noch keine Sendung. Sagt doch Hugo Ehrenwalder. Ja, ja, ich kann aber auch... Ordinär ist keine Kunst, Caro. Und jetzt mal unter uns. Also ordinär und tolle Möpse. Hätten sie auch Melanie Müller fragen können. Ja. Haben sie aber nicht, weil sie dich wollen. Denn du bist Idol, Vorbild, Leitfigur. Und alle glauben an dich. Auch Helene. Helene Fischer glaubt an mich? Ja. Sie wünscht dir sehr viel Glück. Und ich soll dir das hier von ihr geben. Ah! Also toi, toi, toi. Das wird schon. Ah. Was zum... Ach, Caroline. Warum tust du dir diesen Stress an? Du weißt doch, wie es endet. Schau mal, ich bin hier. Du bist hier. Und ich habe etwas ganz Wunderbares. Wieso hast du dich geschlägt? Wegen deiner Spürtung. Wusstest du das nicht? Kennst du den Trick nicht? Was ist denn die Mut von dir? Bist du katholisch oder evangelisch? Ich weiß nicht. Ja, kann sein. Ja, kann sein. Rebecca, ich habe eine Frage. Was macht man eigentlich an einem frohen Leichnam? Was man macht, weiß ich nicht. Ich auch nicht. Das ist aber nicht die Frage, du musst sagen, was war denn? Ach so, ja. Rebecca, ich habe eine Frage. Was macht man? Nee, wie war die Frage? Guck mal, der war tot und dann ist er aufgestanden. So. So wie bei Walking Dead. Ey, krass, stell dir mal vor. Und du meine Güte, der Gedanke allein macht mich schon voll krank. Wenn wir beide, wir könnten mit dem Jenseits sprechen, mit den Toten, weißt du? Stell dir mal vor. Ich weiß nicht, ob das geht. Manche können das. N-I-E-N? Oder zum Beispiel... Oder du weißt was und ich weiß was. Oder auch nicht. Nee, das kommt selten vor. Boah, der Cem kann auch voll gut Fußball spielen. Der könnte so Nationalspieler... Ja, jo. Manchmal glaube ich kann Schlagzeug. Ich irre. Boah, der Cem kann auch so... Was? Ich sag nur Jam und Fußball. Ja, aber ich stell mir dann vor, wie der aussieht und dass es dein Freund ist. Okay, dann nochmal anfangen. Gerne mit an der Kamera. Boah, der Jam kann so gut Fußball spielen, auch so gut. Ich schwöre, der könnte so Nationalspieler. Entschuldige, ich bin direkt gegangen. Nein, aber das war ich dem ja. Spieler gesagt. Ja, mach einfach, geh mir rein, geh mir rein, geh mir rein. Ja. Komm, überrasch mich. Okay. Überraschung! Das wirklich, das will ich, wie ich deine Frau finde. Oh Gott, das ist so schön. Ich hab mich versprochen, nein! Spar deine Energie. Ich hab mich versprochen. Okay. Wir haben uns ein Latte Macchiato gemacht. Gar nicht, den hat deine Mutter gemacht. Meine Mutter hat uns ein Latte Macchiato gemacht.
Deine Mutter? Ich wohne hier nicht. Ich habe so ein Bild nicht an der Wand. Ohne Witz, ich verwechsel unsere Mütter immer. Das liegt daran, weil wir Schwestern sind wahrscheinlich. Weißt du, was ich an der WM besonders liebe? Was? Dass die Leute immer überall ihre Fahnen ans Auto machen und ins Gesicht. Oh ja, das ist so schön. Ich liebe das. Oh mein Gott. Ach komm, das machen wir auch. Ja, das machen wir auch. Oh mein Gott, das machen wir auch. Ja. Ja, dann lass uns das doch machen. Ja. Aber du hast, glaube ich, vielleicht kein Auto. Ja, aber du hast mich auch nicht gefragt, ob ich eins habe. Denkst du vielleicht nur vorher drüber nach? Weißt du, was ich am meisten liebe an der WM? Ich schwöre. Was? Wenn die Leute die ganzen Fahnen an ihre Autos und an die Gesichter machen. Das ist die ganze Stadt, das ist dann erblüht dann zu einem Blumenstrauß. Ja, ich hab ein Gesicht. Oh. Stimmt, Gott sei Dank. Okay, okay, komm, das machen wir, das machen wir. Ja, auf jeden Fall. Passt auf, Leute, jetzt wird's richtig schön. Ist ja geil. Warte, warte, okay. Jetzt warte mich. Bei dir fehlt ein Rot. Das sieht aus wie Menstruation. Das sieht ein bisschen aus wie Kacke, aber ist egal. Das stinkt. Kennt das? Darf ich das filmen für meine Insta-Story, wie du dir die Scheiße vom Gesicht machst? Ich kann nie wieder anders reden. Never ever in my life. Das abzulegen fällt mir auch total schwer. Es redet sich halt leichter so. Hier ist Teddy Tengelmann! Yes. Boah, direkt kommt der Spirit hier hoch. Das ist Köln, Alter. Das ist Köln. Yeah. Köln ist ein geiles Publikum. Das ist besoffenes Köln. Die sind alle besoffen. Die Besinnlichkeit, Mann. Ja. Bist du schon in Stimmung, in Weihnachtsstimmung? Ich hab gerade gesagt, ach so, ja, yeah. Ich bin schon voll. Ich fange im September schon an. Fängst du im September schon an? Voll. Mit Weihnachten zu feiern? Nee, mit Saufen und dann mit der Familie. Ja. Und dann planen wir immer, was wir an Weihnachten machen. Was macht ihr so an Weihnachten? Ist es immer dasselbe? Seid ihr so traditional? Voll traditional. Echt? Immer dasselbe so? Ist immer dasselbe. Meine Geschwister, also die Mädels und die Cousinen und so, die sind immer am twerken. Was hört ihr denn für Musik an Weihnachten? Bei uns läuft immer Blödsinn. Stille Nacht und dann? Ja, bei uns auch. Stille Nacht, heilige Nacht. So. Die Bewegung stimmt. Bei uns ist immer von LL Cool J. Doing it and doing it and doing. Was? Kennt ihr den Song? Doing it and doing. Ja. Die Mädels sagen, aha. Bei uns lief immer eine CD, Weihnachten, bis heute läuft die Rock Christmas, weil mein Vater gottverdammter Rocker ist, läuft dann nur Rock Christmas. Man driving home for Christmas. Ja. Ich dachte als Kind immer, das ist mein Papa auf dem, auf dem Dings. Ich musste immer was vormachen. Ich habe sogar mal so Ballett vorgemacht, habe ich so rein Stuhl rein aufgebaut, damit meine Verwandten sich so hinsetzen. Habe ich mir ein Tütü angezogen und ich dachte so, ich mache die Show meines Lebens, weißt du? Ich habe immer mich erinnert daran so, boah, weißt du noch, wie ich diesen Tanz gemacht habe und alle so, yeah, mich so gefeiert haben. Irgendwann habe ich ein Video davon gesehen und da hört man auf dem Video, wie meine Oma hinter der Kamera mich auslacht. Man hört meine Oma, wie sie sagt, was macht sie? Was soll das sein? Schrecklich. Ja, ist assi. Aber Teddy, was hast du Bock, was zu singen jetzt, wo du schon da bist? Nee, aber ich bin doch die ganze Zeit voll heiß, ich sag's dir alle. Oh, ich oh! Habt ihr Bock auf eine geile Christmas Medley Solo oder was? Habt ihr Bock? Seid ihr besinnlich? Ja. Yeah. Yeah. Jetzt machen wir zusammen Party. Mhm. Yeah, bitte. Smiling faces like you never seen before. Even though I love you, man, it seems that I love you more. The little cup you gave me would touch my heart for sure. All these things and more.
Straight to the ghetto.